Schön, euch wiederzusehen. Servus, hallo und willkommen zurück zu Hearthstone. So, das ist unsere letzte Quest. Wirkt 40 Zauber. Sind wir relativ gut dabei mit unserem Jäger. Übrigens, vielleicht weil diejenigen sich fragen, was die Zahlen zu bedeuten haben, auf den Thumbnails, dieses Arena 1-1, 1-2 oder 2-1, ist ja jetzt eigentlich ganz praktisch, dass ich das so gemacht habe, weil wir spielen zweimal hintereinander einen Jäger. Und so grenzt sich das eben klar ab, dass man weiß, okay, 2-1 ist jetzt quasi ein neuer Jäger. Vielleicht spiele ich in 3-1 ja wieder einen neuen Jäger, wer weiß das schon. Im letzten Part auf jeden Fall haben wir gegen einen Jäger verloren. Richtig garstige und bösartige Gegner, behaupte ich mal. Wer spielt denn auch heutzutage Jäger? Aber ich bin ja eigentlich relativ zufrieden mit den Karten. Ich habe noch am Anfang nicht wirklich gute Karten gehabt. Also der Gegner davor, der Priester, der war schon viel einfacher zu handeln. Der hat mir die ganze Zeit Kanonenfutter vor die Füße geworfen und ich habe die vernichtet. Ich hoffe, dass es diesmal genauso läuft. Ein würdiger Gegner, ja, das will ich doch hoffen. Tanub. Gut. Eure Zeit ist gekommen. Ich mach das diesmal nicht so. Ich habe die Karte beim letzten Mal behalten. Ich habe nichts spielen können. Ist relativ gefährlich. Naja. Mal sehen, was ich ziehe. Ja. Das ändert alles. Will ich die Karte wirklich jetzt schon benutzen? Ne, wisst ihr was? Will ich nicht. Einfach aus Prinzip nicht. Das ist mehr so ein Situationsding. Dass wenn ich wirklich vielleicht eine Combo oder sowas haben möchte, dann mache ich das. Vor allem mit den Hunden. Es kann ja sein, dass ich in der Zeit einen Aasgeier bekomme, der mir Karten beschert. Wäre natürlich mega geil. Wenn ich jetzt aber den Aasgeier habe, dann bringt mir das ja nichts. Ich brauche immer noch Monster auf dem Feld, damit diese Karte hier überhaupt funktioniert. Aber macht das bitte nicht für ein Totem. Gut. Dann macht's für einen Blutsumpf-Raptor. Ist schon was ganz anderes. Drei Schaden. Was? Ich könnte im nächsten Zug... Ich werde es trotzdem machen, wisst ihr was? Okay. Anderen Wildtiere haben plus 1 Angriff. Bringt mir gar nichts. Der tödliche Schuss. Ich habe dann den Bogen. So werden wir es machen. Okay. Auch wenn ich jetzt mindestens 6 Schaden kassiere, dadurch, dass ich mit dem Adlerhornbogen angreife. Ich muss auch sagen, ich finde das relativ unfair, dass ich mit einem Bogen Schaden nehme. Das ist ja der Witz an dem Bogen, dass man nicht an dem Viech dran ist. Das ist gut. Das gefällt mir. Dann ist auch sein Feld weg. Andererseits, die Karte möchte ich noch nicht spielen. Machen wir das doch einfach mal so. Vielleicht ist er blöd genug. Vielleicht habe ich Glück. Aber zwei Monster werden... Ja, Monster kann man das ja nicht nennen. Zwei Diener werden dann auf jeden Fall vernichtet. Ich hoffe, dass er zuerst was spielt. Vielleicht sogar ein Totem und mich dann angreift. Man weiß ja nie genau, was die Geheimniskarte zu bedeuten hat. Es kann ja auch sein, dass er losgeht, wenn er nur irgendwas drauflegt. Gott. Ist natürlich andersrum besser gewesen, aber man kann nicht alles haben. So. Die Karte ziehen wir doch gar nicht so verkehrt. Jetzt 2, 3, 2, 4. Okay, den können wir noch nicht mal kaputt machen. Und wieder Fährten lesen, okay. Ist nicht gerade so aktiv, läuft nicht gerade wirklich gut für mich. Wenn er vielleicht noch ein Monster spielt und ich dann den Bussard kriege, dann dreht sich alles zu meinen Gunsten, behaupte ich jetzt einfach mal.
Andererseits mit Fährten lesen. Ja, dann habe ich aber einen Punkt verschenkt. Das ist halt das Problem. Dann habe ich nur noch 4 Kristalle. Dann kostet mich das 3. Ich brauche noch 2 für den Bussard. Dann habe aber nur noch einen übrig. Habe ich ihn zumindest schon mal in der Hand. Er hat ja nicht so viel Power, die er jetzt mir entgegensetzt. Selbst wenn er mich direkt angreifen möchte. Okay, das möchte ich sofort eigentlich weghaben. Genau, wegen der Überladung. Gefällt mir gar nicht. Auf zu heulen, das ist Krieg! Ja. Ja, muss ich machen. Es muss weg. Oder 2 Karten umsonst vergeudet. Jetzt steigen natürlich wieder die Chancen auf meinen Bussard. Aber andererseits, er muss halt auch Monster legen. Er hat dann auch noch 4 Kristalle. Ich verstehe. Vogelscheuchen schickt er also. Oh ja, perfekt. Endlich ist mein Kodo mal von Nutzen. Bitte den linken. Okay, gut, man kann nicht alles haben. Greift er eben den rechten an. Und Fährten lesen. Das passt jetzt perfekt. Kriegt den Bussard. Sogar 2-mal, wenn ich will. Ja, damit. So, wird er die Viecher jetzt in mein Kodo reinlaufen lassen? Ich behaupte mal, er tut das, weil die nicht besonders stark sind. Und dann ist auch meine Lass die Hunde los Karte nicht mehr so mega geil. Ich habe aber einen Bogen. Dann haben wir so ein bisschen was. Ja, ich möchte nicht sagen, ich habe alles unter Kontrolle, aber der Vorteil an dem Bogen ist eben, man kann auch sofort angreifen. Und die Monster, die man aufs Feld legt, dauert es halt eine Runde, wenn sie nicht gerade Ansturm haben. Und ich habe auch gerade keine anderen Wildtiere, dass der Bussard so richtig abgeht. Meine Augen sind offen. Aha. Irgendwas mit Spott, wunderbar. Nein, er geht lieber den direkten Weg. Gut für mich, denn wir lassen die Hunde los. Dankeschön. Oh ja, eine Schildmeisterin. Ist richtig super. 1, so. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eine Karte dürfen wir noch. Ab 10 wird es gefährlich. So. Das ist halt die Frage. So, dünn, 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 dünn. Wie macht man das? Kriege ich den weg? Den kriege ich gar nicht weg, glaube ich. Es sei denn. Nee, nur Spott. Er macht die gar nicht. Okay, also er greift ihn hier an. Minions werden beseitigt. So. Und aus denen hier machen wir einfach mal 2 Spottmonster. Dann ist mein Bussard wenigstens noch für eine Runde gesichert. Wenn er nicht irgendwie eine Waffe oder was hat. Hab sogar Props von ihm gekriegt, dass ich einen guten Zug gemacht habe. Vielen Dank dafür. So, egal was er spielt, es ist auf jeden Fall weg. Egal wie groß, egal wie mächtig. Ich mag das an der Karte. Oder wenn ich gegen jemanden spiele, dann hasse ich das an der Karte. Er wird jetzt was Großes spielen müssen. Er braucht auf jeden Fall noch irgendein Monster. Also der Zug ist jetzt verschenkt. Er schielt auch schon die ganze Zeit auf den Bussard. Das ist mir schon klar. Gefällt ihm gar nicht, dass da das Viech liegt. Und der Hundemeister macht aus meinem Kodo auch eine wilde Bestie. Ich kann sogar noch den Erntegolem spielen, wenn ich möchte. Oder doch lieber die Kobra, weil es ein Wildtier ist. Kobra macht schon fast mehr Sinn als den Ernte. Kasper. Also gerade läuft es, glaube ich, wieder gut für mich, behaupte ich jetzt einfach mal. Das, was mir jetzt sehr gefährlich werden kann, sind AOE-Karten. Irgendwie sowas wie, fügt allen 2 Schaden zu. Dann ist natürlich wieder zappenduster für mich. Ich kann das Feld aber relativ schnell wieder aufbauen, behaupte ich. Gerade weil ich eine Wildtierkarte habe und noch den Hundemeister. So, er beschwört ein Totem.
Genau, das war jetzt klar. Ich hoffe, dass meine Schildmeisterin überlebt. Tut sie nicht. Mein Kodo macht er auch kaputt. Fieses Arschloch. Vielen Dank. So. So. 7. Bin gerade am Überlegen. Kann ich noch angreifen? Und den Hundemeister. Okay. Ich glaube nicht, dass er das so schnell kaputt machen wird. Vielleicht im nächsten Zug, ich weiß es nicht. Kriegt er eigentlich rein theoretisch hin. Er müsste aber sein Monster dafür opfern. Und auch wieder nur 5 Kristalle. Ich habe ja auch noch einen Bogen. Ich habe auch hier eine sehr mächtige Karte, die ich jetzt im nächsten Zug vermutlich ausspielen möchte. 5, 7, also den Erntegolem. Ah, den Säureschlamm. Ja gut, aber ich hätte dann keine Verteidigung gehabt. Aber der Säureschlamm ist jetzt auf jeden Fall das richtige Play. Ich komme um den Schlamm nicht rum. Werde ich machen müssen. Und ich habe ja auch nichts gegen Säureschlemmlis. Wenn ihr einen Zauber wirkt, geht er mega mächtig ab. Gut, verstanden. Ach, wäre das nicht cool, wenn die Giftschlange auch ihn vergiftet und er dann einfach tot umfällt und gut? So, jetzt werden natürlich alle Diener geheilt. Vielen Dank. So, Kinders, wie stellen wir das jetzt an? Wir legen den Schlamm. So, weil gut. Ich könnte ihn legen und den Bogen benutzen. Ich könnte aber auch ihn legen und... Doch selbst wenn er dann etwas Großes spielt, habe ich ein mächtiges Problem. So, diese 2 mehr. 2, 6... Ich werde sie verstummen lassen. Werde sie mit dem Bogen killen. Ich jage allein. Und sehe zu, dass er auch nicht mehr angreifen kann, dass er auch keinen Unfug machen kann. Soll er sich eben heilen, mir egal. So, jetzt bin ich gespannt, ob er auch was Großes im Deck hat, weil dann werde ich es bereuen, das Scharfschießen nicht benutzt zu haben. Ich weiß aber auch nicht, ob das Scharfschießen für die Totems gilt. Ich glaube eigentlich nicht. Behaupte ich jetzt einfach mal. Was ist jetzt los? 2 Schaden und friert hinein. Das wird jetzt mein Hundemeister sein. Wie sich das gereimt hat, oder? Ich habe gerade auch noch mehr Karten als er. Und wie gesagt, perfekt. Ich weiß nicht, ob... Ja, vernichtet einen zufälligen Gegner. Ja, sehr, sehr nett, sehr nice, sehr nice, sehr nice. Warum können mir Leute schreiben? Nehme gerade auf. So. Keiner will glauben, dass ich Freunde habe. Ich mache nur Spaß. Ja, dass sie jetzt Spott hat, ist natürlich ein bisschen blöd. Wir lassen aber die Hunde los. Lassen das Glück ein bisschen entscheiden. Probieren wir es einfach mal. Vielleicht habe ich Glück. Nein, habe ich nicht. Schade. Oder? Nee, gefällt mir gar nicht. Mach das lieber so. Hallo YouTube. Hallo Ghost King. So, und wir legen noch eine Falle drauf. Sicher, sicher. Und knallen ihn weg. So, jetzt wird's mit den Lebenspunkten schon langsam eng, möchte ich meinen. Ich weiß halt nicht, ob ein Gottesschild das aufgehalten hätte. Dann hätte ich vielleicht noch einen Hund mehr.
Aber gut, macht den Bock jetzt auch nicht fett. Wenn er jetzt irgendwas hat, was 4 Lebenspunkte hat oder weniger, ist es auf jeden Fall Matsch. Wenn nicht, habe ich noch Monster auf dem Feld. Feindlichen Diener mich angreift. Ja, nee, möchte ich nicht legen. Ich weiß auch gar nicht, wie das ist. Woher weiß man denn, welche Zauberkarte zuerst funktioniert? Das kann mir bitte mal jemand einer erklären. Angenommen, ich habe 2 Zauberkarten, ja. Wird dann die zuerst aktiviert, die ich zuerst gespielt habe? Oder ist das ein Zufall? Dann will sich wieder heilen. Aber das lasse ich nicht zu! Okay, wir wissen schon mal, dass das Totem nicht von dem Effekt berührt wird, dass er 4 Schadenspunkte erleidet. Leg irgendwas Großes. Na komm schon. Tanub. Yes! Weg damit. Auch wenn ich jetzt ein Monster opfern muss. Damit komme ich klar. Habe jetzt auch noch 2 richtig fiese Monster. Wenn einer meiner Helden angreift. So, machen wir das. Der greift... Ja, der greift ihn an. Er greift direkt an. Und dann war's das fürs Erste. Ich möchte behaupten, dass ich gewonnen habe. Ich wiege mich natürlich noch nicht in Sicherheit. Ich sag aber, es ist relativ gut, weil ich habe ja noch setzt das Leben des Dieners auf 1. Was ich als gut empfinde. Und wenn er tatsächlich irgendwas hat, was mich angreifen sollte, dann wird es zurückgeschickt und kostet auch noch mehr. Was ihm ja eigentlich egal sein kann. Er wird jetzt nichts haben, das 10 Kristalle oder 9 Kristalle kostet. Bei 8 Kristallen kann er es ja immer noch aufs Feld legen, das nächste Mal. Wenn er da lustig drauf ist. Das Schöne ist aber, wenn er die tötet, habe ich immer noch Monster auf dem Feld. Das wird ihm gerade nicht viel bringen. Bei meinem Vogelscheuche macht das kaputt. Gib auf, du hast verloren. Du hast nichts mehr. Nein! Du hast keine Karten mehr. Tanub, jetzt mach doch keinen Unsinn. So, alle kriegen 3 Angriffskraft. Verstehe ich das richtig? Oh Gott. Oh Gott. Oh my fucking God. Shit just got real. Jetzt flippt er total aus. Ja, und was machst du jetzt? Willst du dich selber angreifen, oder was? Es bleibt nicht viel Zeit. Du hast doch dann kein Monster mehr auf dem Feld. Depp. Wenn er mich direkt angreift, ja. Dankeschön, Tanub! Wie es aussieht, komme ich auch gegen Schamanen klar. Wobei die ganze Geschichte mit ich vernichte einfach mal kurz dein halbes Brett mit einem Zauber richtig fies war. So, wollen wir die Animation hinten noch ablaufen lassen? Die Lunte? Nein, das funktioniert nicht. Sieg, Freunde. Sieg. So. Ja, wie gesagt, lasst euch nicht stören, wenn da irgendwas aufploppt, mein Gott. Ich glaube, man kann das zwar einstellen, dass man mir nicht schreiben kann, aber ich habe noch nicht ganz verstanden, wo ich denn das Häkchen falsch gesetzt habe. Wir haben jetzt den 2. Schlüssel. Wir wissen, weiter als 3 bin ich niemals gekommen. Es kann auch sein, dass ich jetzt 2-mal verliere. Aber egal, ich krieg ja trotzdem irgendwas, weil selbst verloren ist in der Arena gewonnen. Ich finde, das ist ein sehr schönes Schlusswort. Und ob wir gewinnen oder verlieren, das erfahrt ihr im nächsten Part. Bis dann!